Ja, wir haben heute den ehemaligen Chef des Bundeskanzleramtes, Herrn Bufalla, hier als Zeugen gehört. Ich sage es mal so, das war alles in allem ein sehr arroganter Auftritt des Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss. Er hat sich hier geriert, als sei er ein großer Aufklärer gewesen. Insbesondere für den Zeitraum seit Sommer 2013 hat er von umfassenden Aufklärungsarbeiten berichtet, die angeblich das Kanzleramt unter seiner Führung eingeleitet habe. Dann haben wir ihn gefragt, zu welchen Ergebnissen denn diese Aufklärungsarbeit gekommen ist. Er selber hat uns dann erzählt, er hat bei seinem Ausscheiden aus dem Bundeskanzleramt im Dezember 2013 immer dann noch keine Ahnung gehabt, was Selektoren sind. Er hat wesentliche Projekte der amerikanisch-deutschen Zusammenarbeit in Geheimdienstsachen nicht gekannt. Und es stellt sich dann einfach die Frage, was von dieser Aufklärungsarbeit eigentlich zu halten ist. Weiteres Thema mit ihm war natürlich die Frage, wie stand das Ganze mit dem No-Spy-Abkommen? Es wurde ja hier suggeriert, dass die Bundesregierung mit der amerikanischen Regierung kurz davor stehen würde, ein umfassendes völkerrechtliches Abkommen abzuschließen, mit wechselseitigen Pflichten sich nicht auszuspähen. Herr Bufalla hat den Versuch unternommen, sich von diesem Begriff zu distanzieren. Er hat wörtlich gesagt, auf die Begriffe käme es angeblich nicht an. Wichtig sei, dass am Ende ein Abkommen stünde. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir diese Auffassung nicht teilen, weil es nämlich einen großen Unterschied macht, ob man der Öffentlichkeit suggeriert, man würde hier einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag verhandeln oder nur eine Abmachung zwischen zwei Diensten. Er hat sozusagen den Weg zurückgesucht, hat versucht zurückzurudern. Dieser Versuch ist ihm aber nach meinem Dafürhalten nicht gelungen. Und ich bleibe deswegen dabei, das No-Spy-Abkommen war eine Nebelkerze im Wahlkampf. Gibt es denn Stand heute Erkenntnisse hinsichtlich Verantwortlichkeiten, Versäumnisse, neue Erkenntnisse? Wir müssen als ein wesentliches Ergebnis unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss feststellen, dass die Frage auf den Tisch gehört, ob das Bundeskanzleramt, Wir müssen als ein wesentliches Ergebnis unserer bisherigen Arbeit die Frage auf den Tisch legen, ob das Bundeskanzleramt die geeignete Aufsichtsbehörde für deutsche Geheimdienste ist. Wir haben festgestellt, dass offensichtlich eine Kultur existiert, die dazu führt, dass bestimmte wichtige politisch brisante Vorfälle eben nicht an die jeweils verantwortlichen politischen Spitzen gemeldet werden. Das hat wohl damit zu tun, dass man die jeweilig verantwortlich Handelnden auch schützen möchte. Und das ist eben nicht der Sinn von einer Aufsichtsbehörde. Eine Aufsichtsbehörde hat dafür zu sorgen, dass eben das Objekt der Aufsicht, nämlich der Nachrichtendienst, rechtmäßig handelt, dass er nicht deutsche Interessen verletzt und dass man eben über alle besonderen Vorkommnisse, die es dort gibt, uneingeschränkt und zwar unverzüglich informiert wird. Das ist nicht sichergestellt und das wird sicherlich bei den Empfehlungen, die wir ja auch als Untersuchungsausschuss zu treffen haben, wird das Ganze eine Rolle spielen. Eine letzte Nachfrage nach den weiteren, es wird ja immer noch scheinbar abgehört, es gibt immer neue Erkenntnisse, die WikiLeaks-Dokumente, die Veröffentlichung der Süddeutschen Zeitung. Drin wurde ein bisschen zu brisant gesagt, naja, Herr Bufallas Nummer ist noch nicht aufgetaucht, kommt aber sicherlich noch. Wie sehen Sie da die weitere Entwicklung? Ganz so lustig ist es ja eigentlich nicht. Nun ja, wir müssen nach dem, was wir jetzt sehen und wissen, es gibt Selektorenlisten im Kanzleramt, die nur eine Stichprobe des gesamten US-amerikanischen Profils sind, das der BND steuert. Und wir haben jetzt gesehen, wir haben einzelne geleakte Dokumente über WikiLeaks jetzt bekommen. Das ist sicherlich neben dem Kanzlerinnen-Handy jetzt die etwas größere Spitze vom Eisberg. Aber der Eisberg und wie groß er ist, das haben wir immer bisher noch nicht im Blick und wir wissen es eigentlich nicht. Und wenn man nicht naiv sein will, glaube ich, sollte man sich auf einen Full-Take einrichten. Die Amerikaner haben wohl das Interesse, umfassend politische Spionage gegenüber der Bundesregierung zu betreiben. Und deswegen glaube ich, spätestens jetzt muss die Kanzlerin ihren Worten, das Ausspähen unter Freunden gar nicht ginge, auch Taten folgen lassen. Sie muss endlich deutlich machen, dass hier die vitalen Interessen unseres Landes auf dem Spiel stehen. Und hier ist auch an oberster Stelle sind Handlungen geboten. Da würde ich gerne nachhaken. Und zwar wurde die letzten Wochen verargumentiert, dass es ein völkerrechtliches Abkommen gäbe mit den Amerikanern. Und bisher konnte mir niemand hier im Haus, obwohl es so viele Juristen hier gibt, sagen, welche Rechtsgrundlage da existiert.
der Herr Ströbel hat gesagt, das wäre das MOA. Jetzt hat man in der Tagesschau bzw. im NDR gehört, es gebe ein geheimes Geheimschutzabkommen. Damit ist ja das Thema an sich dann erledigt, aber wenn man dann genauer nachguckt, ist es ja so, dass im Grundgesetz irgendwie drinsteht, dass wenn der Bundestag das nicht ratifiziert, dass das nur ein Verwaltungsabkommen sei. Damit wäre es ja dann sozusagen gar keine Bindung für das Parlament da. Oder gibt es eine Grundlage, die sozusagen existiert, die sozusagen, wo eine Ratifikation da ist, wo dieses Verwaltungsabkommen dann sozusagen reingehebelt ist? Es gibt ein allgemeines Geheimhaltungsabkommen, das sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die Vereinigten Staaten bindet in Bezug auf definierte, geheim zu haltende Sachverhalte. Sowas wie Selektoren gehört beispielsweise dort zu. Und Sie haben entsprechende Ergänzungen darüber sicherlich in den jeweiligen Kooperationsabkommen, diese Memoranden, die es gibt, die entsprechend aber auch eingestuft sind, alle natürlich von ihrem Inhalt her, und die dann dieses Thema entsprechend spezifizieren und besonders ausgestalten. Und insofern, das ist auch Gegenstand dieses Abwägungs- und Entscheidungsprozesses gewesen, den die Bundesregierung jetzt vorzunehmen hatte. Man ist einerseits gebunden und muss aber andererseits eben auch dem verfassungsrechtlich garantierten Prinzip der Aufklärung durch das Parlament genügen. Und die Bundesregierung hat auf dieser Grundlage eben den Vorschlag gemacht, dass eine solche unabhängige sachverständige Vertrauensperson jetzt eingesetzt wird. Wir haben unsere Bedingungen da erfüllt gesehen und waren deswegen auch damit einverstanden, dass man in einem ersten Schritt diesen Weg jetzt geht und abhängig macht vom Ergebnis dieses Ermittlers, was dann eventuell noch notwendige weitere Schritte am Ende sind. Das heißt, es gibt also ein konkretes völkerrechtliches Abkommen, was diesen Geheimschutz angeht, und das ist kein Verwaltungsabkommen, habe ich Sie richtig verstanden? Es gibt ein internationales Abkommen zwischen diesen beiden Völkerrechtssubjekten, Bundesrepublik Deutschland und Vereinigten Staaten, ja. Dann wieder gehen. Ja, danke, und ich wünsche Ihnen guten Abend.